Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 18. Juli. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Ja, 2022, 18. Juli und wir schauen einmal auf die Märkte. 12.900. Wir haben mit einem Gap hier eröffnet und das ist nichts Neues. Jetzt schauen wir mal, ob wir erstmal in Richtung Gap Closing laufen. 12.907 wird die erste Big Number sein. Wir blicken einmal in die Vergangenheit, wie jeden Morgen, und schauen uns mal die Blue Boxen an. Das sind diese blauen Boxen. Und wir brauchen hier Boxen, die kleiner sind als 30 Punkte. Und wir haben gesehen, am Freitag war doch einiges hier los, erst zum späten Abend. Also da sind wir auf der Suche. Bei der Big Numbers nochmal zum Sp Regelwerk. Dreimal pro Big Number werden wir aktiv hier. Dreimal. Und der nächste Bereich sind die Vola-Boxen. Ja, und da interessiert uns eins: Wo wird der Forecast? Also, wo kommen wir heute rein? Und da blicken wir einmal auf die Vola-Box und nehmen hier 12.853. 12.853, das heißt, wir sind hier gut fast 100 Punkte entfernt, irgendwo hier. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Dann gehen wir in die gesamte Marktübersicht und fangen an, wie immer, morgens bei den Kryptos. Und Vorlage, Zickzacklinie und Daily. Haben wir uns noch nicht ganz verabschiedet, aber wir sind ja bei 22.000. Wir waren ja die letzten Wochen immer jeweils hier bei diesem 20.000er Level. Wir schauen mal auch Weekly an. Wie sieht das Ganze aus? Wir sehen ja, wir hatten hier schon ja mehrmals erwähnt in unserer Analyse, das ist die Unterstützungszone, kristallisiert hier von dem 17.12.2017 das Hoch. Ja, und wir haben Daily, sind wir immer noch Short. Aber 4 Stunden sind wir long und wir müssen hier rüber, wenn wir charttechnisch das mal sehen, bei 22,5 Stunde sind wir long, 30 sind wir long, 15 sind wir long und 5 Minuten sieht es aus wie eine Rakete hier. Mal gucken, ob wir den Raum hier, diese Phase hier oder die Marke verlassen. So, nächster Markt hier ist Ethereum und da sind wir daily. Sehen wir ähnlich auf den Tagesschart hier die Unterstützung bei glatt bei der Magic Number 1000. Auf Wochenbasis sehen wir hier auch dieses Level. Und daily sehen wir auch hier ein Gap Up. Wir haben hier noch ein Gap zu schließen, das hier bei 1600 liegt. Und 4 Stunden long, Stunde long, 30 long. 15 Long und das sieht schon kräftig aus. Es wird hier von einem Update im September, was lange erwartet wurde für Ethereum und hier bei den 5-Minuten-Chart sehen wir auch weiter 1457. Ja, und ich glaube, in der Kryptowerkstatt seid ihr ja in Bitcoin, Ethereum und ihr habt ja noch einen dritten dazu und ich habe heute möglich, das Depot ist grün, also positiv. Kommen wir zum Dow Jones. Dow Jones Short auf Tagesbasis. Wir blicken einmal auf Weekly. Und hier sehen wir auf Weekly diese Unterstützung vor dem Corona-Tief. Einmal hier. Einmal hier. Einmal dort. Also gut gelandet. Und wir holen nochmal für alle nochmal unsere FIPS. Und wir sind beim 38er Retracement, also Klassiker, da wo er eigentlich drehen sollte. Und das heißt, das ist ein ganz normales Luftholen. Daily Short, 4 Stunden auch Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Die Korrelation Krypto- und Aktienmärkte sehr stark hier zu erkennen. S&P 500, Wochenbasis noch Short, Daily noch Short. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Nasdaq
Nasdaq. Auf Weekly-Basis sehen wir auch hier die Bodenbildung. Auch hier sehen wir so ein Cluster, Mini-Cluster in diesem Bereich, wo sich der Kurs ja erstmal auftümpelt. Und wenn wir hier die Unterstützungszonen betrachten, ja, und das Runtergehen auf Daily, sehen wir dort die Levels. Die können wir also hier noch mal sauberer feinjustieren. Auf Daily knapp davor, long zu gehen. 4 Stunden natürlich long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Nächster Markt ist Öl. Schauen wir auf Weekly Basis. Im Weekly Trade sind wir immer noch long, also auf Wochenbasis long, obwohl wir gerade auf Wochenbasis short gegangen sind mit der anderen Strategie. Aber wenn man hier betrachtet, ist man noch long. Daily sind wir short, 4 Stunden short, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Gold 1700. Auf Weekly Basis sind wir short. Und hier sehen wir im Gold diese Unterstützung hier bei 1674. Daily Short, Stunde Short, genau, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kommen wir zu Good Old German DAX. Weekly Basis Short, Daily auch Short und 4 Stunden Long. Und wir sehen die Gaps und wir sehen hier noch Gaps auf 4 Stunden, mal Etagen höher. Ihr seht es hier im DAX 40, die Zonen. Da sind die Gaps bei 13.762, die Zone. Dort oben. Alle anderen Gaps sind hier geschlossen. Auch unten herum sieht das sauber aus. Stunde sind wir auch long. Das Gap hier wurde gerade geschlossen. Genau. 30 long, 15 long und 5 auch. Das bedeutet, von der Großwetterlage hier, ich glaube, bundesweit haben wir strahlenden Sonnenschein. Bei den einen oder anderen Bundesland etwas zu heiß. Aber es sieht alles Richtung nicht Süden aus, sondern Richtung Norden long heute. Das heißt, kurze Bewegung können hier noch die Gaps closen, aber der Grundtrend aktuell für den heutigen Tag sieht erstmal long aus. Aber ich habe natürlich hier nicht die Idee. Mr. Maurice ist auch schon da. Sehr gut. Good morning. Good morning. Und ja, wünsche uns allen ein gutes Gelingen und melde mich gleich. Also es ist 8:54 Uhr. Wir sind dichter an der 1300er Marke. Also ich bin noch nicht im Markt. 12.907 und ich wechsle mal. Das sieht ja sehr bullisch aus, wie wir heute Morgen schon selber gesehen haben. Und wechsle mal auf die 1300. Also ich bin nicht im Markt. Noch nicht. Und Big Number 12.907. 12.907 und wir haben auf der linken Seite MTX. Gespannt, welche Box die erste denn sein wird. Es ist 9:05 Uhr. Mal und es ist 9:10 Uhr. Wir gehen nochmal, wechseln die Big Number 12.9 auf 1300. MTX hier links ist nichts geworden. Insofern haben wir unten eine Vola-Box, oben Big Number. So, wir nähern uns der Big Number 12.92 und 90. Wir schnappen die Falle zu. Es ist 9:15 Uhr. Wir hatten heute Morgen ja gemeinsam die Märkte kurz analysiert und festgestellt, dass alle Märkte eher long tendieren, bis auf Gold. Schauen wir mal, ob er oben diesen Schub noch nach oben schafft. Neues Tageshoch zumindest gerade abgebildet. So, es ist 9:17 Uhr. Wir sind short im ersten Trade. Und wie immer, erstes Ziel abweichend. Ganz kleiner Gewinn, um warm zu werden. Zweite Box dann bei 13.007. Zweiter Trade dann.
Erster Trade Short, 9.18 Uhr, erster Trade für heute, 18. Juli. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.